Unfälle lauern an jeder Ecke. Eine Baustelle ist voller solchen Ecken. Vorsicht ist geboten, insbesondere auf eine Baustelle. Hier muss man auf jedes Detail achten. Mit den richtigen Tipps kommt man ein ganzes Stück weiter. Diese Tipps gebe ich als Sicherheitskoordinatorin. Denn Sicherheit ist eine Angelegenheit von allen, für alle. Heute für die Bauarbeiter und morgen für die Mitbewohner dieses Hauses. Halten Sie sich bitte fest. Sicherheit ist kein Zufall. Sie können selber aktiv dazu beitragen, durch kluge Entscheidungen die richtigen Arbeitsmethoden und Materialien zu bestimmen. Auch zu Hause ist ein Unfall schnell passiert. Vor allem, wenn man älter wird und nicht mehr so gut zu Fuß ist. Wie meine Mutti, die jetzt bei mir wohnen kommt. Ich verringere das Risiko mit einem Teppichboden. Auf Teppichboden rutscht man nicht so schnell aus, wie auf härteren Bodenbelege. Ich hoffe damit, dass meine Mutter lange wohlauf bleibt. Spaß beiseite, Teppichboden ist sicher für jung und alt. Ich habe es lieber, dass meine Kinder auf dem weichen Teppichboden spielen, als auf dem harten Unterboden. Ein Haus wird erst ein Zuhause, wenn man sich darin sicher fühlt. Und wenn doch mal was passiert, auf dem Teppichboden fällt man weicher. Ich muss mir keinen Kopf mehr machen über die Sicherheit, weil ich weiß, dass meine Mutter sich auf dem Teppichboden nicht zu schnell einen Bruch hinzufügen wird.